StarCraft Folge 5 Schmetterdas. Ja, weiter geht's im TXT. Auf die 1 und auf die 20. There it is. And here we go. Ich hab Escape gedrückt. Wir sind in einer Mission, wo ich keinen Plan habe, was wir machen müssen. Ich könnte ja mal nachgucken. Wir müssen die Konföderierte-Basis in Schutt und Asche legen. Also los, HQ. Im Transit, HQ. Eingabe der Koordinaten. Bitte ansteigen. Na, die können nichts gegen Luft machen. Wenn der Rainer stirbt, habe ich ein Problem. Koordinaten übermitteln. Muss man erstmal auskundschaften, wo wir sicher übersetzen können. Sicher übersiedeln, übergänzen. Ja, dann guck mal nach. Ah! Zielvektor erfasst. Okay. Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Ah! Zielvektor erfasst. Roger. Also, ich brauche das Tarnfeld. Roger. Angriffsformation. Zielvektor erfasst. Es nützt nichts. Nicht genug bis nicht genug bis Pingas. Jasse? Jasse? Lasse, tschüss. Wo ist denn mein Vergammelter da? Mit voller Energie. Fertig ist die Ramroll Infanterie. 100 Gas kosten die. Lecco Mamio. WBF. 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 Jetzt brauche ich erstmal genügend Gas, weil sonst geht ja hier nichts mehr. Also ich lade Rainer mal ab, bevor hier sonst noch was passiert. Hab's vernommen, Sir. Reparier mal den Bunker, ist ja richtig. Nein! Mehr Geschlechtsverkehr! Nein, der Schiffsverkehr war das Lied von, Röne Meier! Oh, was soll das? Jasse? Komm, bau noch ein Depot. Forschung abgeschlossen. Ja. Das Tarnfeld. Fertig. Koordinaten übermitteln. Komm, dann räum schon mal auf. Hier, drüben. Komm, du, es bitte. Ja. Mein Grönemeyer ist nicht der Beste. Nein. Nummer 9. Come on. Captain, du bist der Held. Pass auf. Wusch. 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 Echter. Wusch. Landing Zone is clear. Come over here, stupid headless freaks. Rainer hier. Number one. Number two. Number. Hallo? Number three. In the place to be. Ich höre. Hallo? Also Doppelklick. Bitte anschneiden. Wo ist er hin? Achso, der beballert hier alles. Du musst hier oben aufpassen, mein Jung. Mach es jetzt. Do it now. Do it quick. Get over here and load it up. Im Transit HQ. Nein. Abladen, schnell. Alle raus hier. Seid ihr alle raus? Sieht ganz gut aus. Los geht's! Massaker! Solange es Jimmy gut geht, ist alles im Butter. Weiter vorrücken. Die künstliche Dummheit kriegt auch überhaupt nichts hin. Ihr müsst weiter vorrücken. Ihr sollt den Rotz hier vernichten. Macht sie dem Erdboden gleich. Wo sind sie denn, die Transporter? Ja.
Jimmy geht's gut, das ist die Hauptsache. Boom! Weiter geht's. Snaps vernommen, Sir! Oh shit! Machen das. Nur ein paar WBFs einfliegen zum Reparieren hier der Adlerbikes. Wo sind sie denn? Da. Alles klar, hier damit. Nur gucken, dass die Landing Zone hier frei ist. Die Einflugschneise. Ah, das sind Raumjäger. Oh my gosh. Kann ja nicht gut gehen. Ist doch hier oben auch Raumjäger gebaut, oder nicht? Komm, flieg einfach vorbei! Lass sie ab! Come on, over here! Repelled! Nein! Jetzt kann er sich nicht gegen Luft wehren! We have a situation here! Fuck! Flieg zurück! Oh mein Gott. Ein bisschen risky business hier. Kommt, repariert euch gegenseitig, macht irgendwas. We need reinforcements. Ja, kommt, los. Rein da. Hallo, rüber. Wo ist denn noch ein Transporter? Da oben, ne? So, rein da. Ja, komm. Ich könnte mit ihm jetzt auch einen Raketenturm bauen. So. Das Problem ist, das Adlerbike kann halt nicht in die Luft schießen. Mit dem ollen Jimmy jetzt sagen, ey, yo, steig mal aus. Funktioniert leider nicht. Weiter geht die Metzelei. Das wäre jetzt was gewesen. Wenn ich jetzt mit Rainer gestorben wäre. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Rainer hier, Rainer Wahnsinn. Brauchen wir was anderes wie Space Marines? Normalerweise nicht. Oh! Reparier den Jimmy! Don't make shit! Eingabe der Koordinaten. Nur noch ein Landungsschiff? Bitte anschneiden. Muss reichen. Fehlt noch einer. Egal. Können wir noch ein Upgrade machen? Verteidigung. Oh, es ist eine langwierige Sache hier. Attacke. Komm, hol noch ein paar. Man merkt der... Ja, was heißt der Anspruch, aber... Bisschen mehr zu tun habe ich jetzt schon. Man könnte das Ganze natürlich viel langsamer rausspielen. Aber ich möchte auch weiterkommen im TXT. Im Fortschritt, im Progress. So, jetzt wird aus dem Bunker geballert, weil es ja so sicher ist. Ich habe ein Ziel. Ein
weit entferntes Ziel. Commander? Commander? Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Alles fertig. Jetzt geht's rund. Ihre Streitkräfte werden angezählt. Oh no, 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 Snows! Nicht abschießen! Wird hier geballert, was die Kanonen hergeben. Warte auf Befehle. Da sind noch zwei blöde Versorgungsdepots. Und da oben noch ein Raketenturm. Dann soll es das doch gewesen sein, oder? Bam! Dann mal los, Commander! Sieg! Sie haben herzlichen Glühstrumpf! Sie haben gesiegt! Yeah! Only take 22 minutes! Oh wee! Zwischensequenz! Dudes! Was brauche ich? Das nicht. Das? Ja! Oha. Sah jetzt nicht so gut aus. Nora 2, Sperrgebiet. Es sieht aus, als hätte die Revolte auf Antigua die Konföderation ziemlich in Panik versetzt. Ich fange ungewöhnlich viele Funksprüche zwischen den Außenposten der Konföderierten und ihrem Hauptquartier auf Personis auf. Die meisten sind mehrfach verschlüsselt. Aber Moment, hier kommt gerade etwas rein. Hier spricht General Duke vom Alpha Squadron Flaggschiff Nora 2. Wir mussten notlanden und wurden von den Zerg überfallen. Erbitte sofortige Hilfe von jedem, der dieses Signal empfängt. Ich wiederhole, dies ist ein Notruf der Stufe 1. Zerg? Hier? Geschieht Ihnen recht. Wird auch Zeit, dass Sie mal Ihre eigene Medizin zu schmecken kriegen. Jim, ich will, dass Sie jetzt losziehen und diese Basis retten. Ich hab wohl nicht richtig gehört. Arcturus, haben Sie den Verstand verloren? Hört zu. Ich weiß, dass Duke ein gemeiner Bastard ist, aber deshalb darf nicht eine ganze Kolonie darunter leiden. Außerdem könnte sich ein hochrangiger General der Konföderierten als wertvoller Verbündeter entpuppen. Diese Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass es euch gefallen soll. Ich sage, dass ihr es tun sollt. Ja, Sir. Na prima. Bringen wir es hinter uns. Arcturus, das ist aber komischer Typ. Ich muss den das Schiff beschützen und Rainer und zwei Frachter dahin bringen. Das könnte gut werden. Eieieiei. Alles ziemlich runtergewirtschaftet hier. Also, wenn wir das tun, dann sollten wir uns beeilen. Den Zerg dürfte das Schiff nicht lange standhalten. Befehle, Captain? Ja, Sir? Oh, soll ich ballern, Sir? Na, ab in die Bunker, Jungs, würde ich mal sagen. Funk online. Bestätigt, Marco. Befehle, Captain? Nicht genug. Oh, für die brauche ich Gas, um sie zu reparieren. Befehle, Captain? Müssen wir erstmal überhaupt Mineralien sammeln. Okay, also das heißt, ich muss über feindliches Gebiet fliegen,
und Jimmy dorthin bringen. Und währenddessen das Teil beschützen. Okay, also besetzen wir mal die Bunker. Sollen wir einheizen? Kaum noch erwarten. Und da möchte ich gerne einen Feuerfresser drin haben. Need more WBFs. Und ein bisschen Gas, um den Kolia zu reparieren. Verstanden. Naja, erstmal Mineralien. Nützt ja nichts. Müssen wir uns langsam aufbauen. Melde mich zum Dienst. Ist immer das Wichtigste bei StarCraft, einfach eine Economy zu haben. Also, jetzt muss ich pausenlos WBFs pumpen. Alter, aber wenn das so Story-Missionen sind und man versucht auch noch was Sinnvolles dazu zu sagen, da geht einem das oftmals durch. Zumal du hier jedem WBF erstmal sagen musst, gehe dahin, bitte. So, du kannst auch in den Bunker. So, versteck dich auch da. Du kannst dich auch da verstecken. So. Sehr gut. Another WBF bites the dust. Jetzt kann ich gleich aber mal eine Raffinerie bauen. WBF Abflug bereit, Sir. Snuff Refinery. Da kann ich nicht bauen. The crime against humanity. WBF Abflug bereit, Sir. Weiter. Coole Mission. Also verteidigen hier quasi gegen die Zerg. Vielleicht baue ich gleich auch nochmal einen Bunker und mache den voll. Und dann brauche ich halt eine Lufteskorte und muss hier irgendwie den direkten Weg am besten darüber nehmen und die Jungs hier retten. Ich kann natürlich, um das Schiff zu reparieren, brauche ich auch Gas. Und dann sammeln sie mal Gas. Geil wäre natürlich, wenn ich den schweren Kreuzer einfach komplett reparieren könnte und dann fliegen die wieder los. Systeme funktionsfähig. Kanal offen. Schön Position halten hier. Und schön verteidigen. Bestätigt, HQ. Ja, Sir. Dann reparieren wir den auch noch. Melde mich zum Dienst. Okay, das heißt, ich brauche dann jetzt einen Raumhafen. Verstanden. Erstmal brauche ich eine Fabrik. Kann ich einen Raumhafen nicht bauen. Nicht genügend Mineralien. Allzeit bereit. Not enough minerals. Halt sie ab. Bestätigt. Sehr gut. Ja, reparieren. Sofort, Sir. Systeme funktionsfähig. Gute Arbeit. So. Wer WBF, ja, bitte. Befehle, die auch was tun. Danke. Ich glaube, ich habe beim Gas einen zu viel, oder? Ah, ne, es passt. Gas. Bereit, much more gas. Melde mich. Vollgeschleimt. Mit irgendeinem Scheiß. Ja, reparier mal die Norad. Reparier mal den Duke. Ich hab alles gesehen. Junge. So, sind wir hier mitten im Zerggebiet. Ach du Scheiße. The music is simply fantastic. What the fuck? Wir können's doch wohl bauen. WBF Abflug bereit, Sir. Befehle, Captain. Ich denke, das langt dann auch an Economy hier. Befehle, Captain. Systeme funktionsfähig. Kommt ihr her, Helden Goliath. Navcom ausgerichtet. Oh Gott! Krabbel! Navcom ausgerichtet. Tiefenstachelviecher. Drecksdinger. Bestätigt. Das tut doch weh. Da ist ein Zerkling. Was macht der da? Der Bunker ist nicht besetzt. Das ist schon okay. Läuft. Läuft. So. Das brauche ich für die Frachter.
das angeschlossene Kontrollzentrum. So. Reparieren Maschinendock mal. Brauche ich ein Space Marine Upgrade? Eigentlich nicht. Verstanden. Befehle erhalten. Ein, zwei Adlerbikes bauen. Alles fertig. Weil die Goliaths sind natürlich super gegen Luft. Wollen wir das Tarnfeld mal wieder erforschen? Und dann bauen wir schon mal unsere beiden Landefrachter. Die wir da hinbringen müssen. Alles klar, her damit! Ah, ich muss die Spinnenmine erst erforschen in der Werkstatt. Nein! Warte auf Befehle! Jetzt geht's rund! Da kommt einer da oben rein. Befehle, Captain? Kannst du auch reparieren. Wie sieht es bei euch aus? Melde mich zum Dienst. Der ist noch angenagt. Einmal Werkstatt bitte. Landungsschiff bereit. Ein Landungsschiff haben wir schon. So. So, ein Raumjäger. Und dann geben wir gleich noch einen zweiten in Auftrag. Die kosten Mineralien. 200 Mineralien. Need much more minerals. Komm, du reparierst nochmal die Norad. Alles fertig. Norad 2. Forschung abgeschlossen. Ist halt die Frage, ob nicht ein Progress auf dem Boden sinnvoll wäre. Ziel. So, da sind sie, die beiden Landungsschiffe. Nicht genügend Mineralien. Und dann bauen wir mal eine Handvoll Raumjäger. Melde Bereitschaft. Bestätigt. Weiter, Commander. Tarnfeld ist ready, aber noch wenig Energie. Die füllt sich langsam wieder auf, sieht man hier unten. Kanal offen. Basis wird angegriffen. What the fuck? Hey, you asshole! Come back here! Yes, Jimmy. Ah! Oh! War das knapp, Dudes! Unfassbar! Ups. Ja, also, das war's dann erstmal. Das wird noch spannend hier mit dieser Folge, weil mein Akku ist gleich leer. Also der Kamera. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das war die 5. Folge StarCraft durchgezockt mit dem Cracky von Ravioli. Und lasst doch einen Kommentar da. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wenn du noch ausladen würdest, ich wäre dir sehr verbunden. Oh, come on, lad doch mal nicht so weit weg auf. Also so nah dran auf. Mann, Mann, Mann.